EMR Marketing und Promotion zeigt. Einen Veranstalter mit Tradition und mit Herz. Viele großartige Rennveranstaltungen wurden über die ganzen Jahre veranstaltet und immer mit großem Erfolg. Und jetzt ging es darum, einen Rennfahrer zu ehren, der 40 Jahre Mitglied in diesem Verein ist und dem Verein die Treue hält. Aber schauen Sie selbst einmal, wer es ist und worum es geht. Ja, und heute haben wir einen ganz besonderen Tag. Wir fahren in eine Richtung, schauen Sie, da steht Schesel. Schesel hat natürlich unmittelbar etwas mit Rennsport zu tun, Langbahnsport. Und hier nach dem Kreisverkehr steht's schon. Und da kommt der Eichenring. Und auf der linken Seite sehen wir dieses wunderbar gepflegte Grundstück. Dahinter ist die Rennbahn. Und wir fahren mal von der anderen Straße runter auf das Gelände und sind natürlich neugierig. Man kann ganz genau sehen, hier wird richtig viel Hand angelegt. Das Grundstück wird absolut gepflegt und instand gehalten. Und dieses wunderbare neue Clubhaus, neu erbaut, das schauen wir uns jetzt einmal von innen an. Ja, 40 Jahre Treue zum Verein. In Anerkennung seiner 40-jährigen Mitgliedschaft wird die Treueurkunde überreicht an Anton Müller. Oh, Dankeschön. Ja, Ivan, herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns, dass du bei unserem Verein bist und dass du uns so lange die Treue gehalten hast. Du bist ja oft genug bei uns auf Eichenring gefahren und hast ja auch tolle Erfolge hier errungen. Und vor allen Dingen, das Wichtigste war, du bist als Ersatzfahrer bei uns 1974 gestartet und hast dann gezeigt, was du kannst und bist glatt Weltmeister geworden. Bravo. Super. Ich muss einfach was dazu sagen, sonst würde jeder sagen, wie ist Müller krank? 1970, das war ein entscheidendes Jahr für mich. Ich hatte wegen einer Wette, bin ich zum Sport gekommen und habe das alte Motorrad von Jürgen Steffen gekauft und Hitzehoe, der hat eine A-Lizenz bekommen und ich wollte dann mit diesem Motorrad hier in Schesel fahren. Das war eine alte Grasbahngurke mit 19er Speedway hinter Rad und viel Ganggetriebe und was. Auf jeden Fall gab es damals einen Albert Bade, der war hier im Verein. Ich kam nicht weit mit dem Ding, das fiel in alle Teile. Und dann hat er gesagt, Mensch Junge, du haust da ja, warum? Komm mal mit nach Hause, wir bauen dir das entweder zusammen oder sonst kriegst du einen Motor von mir da rein oder irgendwas. Auf jeden Fall haben wir die Nacht bei Albert Bade verbracht und am nächsten Tag, ja, war das ein tolles Rennen. Ja. Nein, ich wollte eigentlich ein bisschen weiter zurückgreifen, nur aus einem ganz besonderen Grund. Ich bin ja in verschiedenen Vereinen oder hier oder da auch irgendwie so ein Ehrenmitglied, aber das hat niemals etwas damit zu tun, welche Verbindung mit mir und Schesel besteht. Schesel war wirklich so, dass ich als 23-jähriger Mensch mich nicht qualifizieren konnte, weil mir in Mühldorf ein Gaszug gerissen ist. Ich wollte losfahren, ich gebe Gas und der Vergaser geht nicht auf. Aber ich bin mit ein bisschen Glück durch Jan Keters Pech hier reingekommen. Die sagten dann morgens zu mir, wie ich reinkam, ja, ey, und du bist im Rennen, aber das konnte ich gar nicht glauben. Und dann haben wir hier eine Nummer abgeliefert, die ja eigentlich die erste Langbahn-Weltmeisterschaft, die überhaupt ein Deutscher gewonnen hat, das war ich ja auch. Ja, auch das war so. Genau. Und das hat, wenn ich überlege, nachmittags war das Fernsehen live hier. Weil das Fernsehen hatte gehört, da ist eventuell einer, ein Deutscher, der Weltmeister werden kann. Und in einer Nachmittags-Live-Sendung mit Zwischenschaltung, die haben das natürlich mit Tennis und mit Fußball und was weiß ich alles gemischt, aber wir waren immer wieder live drauf. Und leider habe ich das nie gesehen. Wir sind noch zu irgendjemandem nach Hause gefahren, unmittelbar nach dem Rennen. Ich glaube, die Familie sitzt auch hier. Ja, stimmt. Und haben wir versucht, das noch im Fernsehen zu sehen, aber da war das schon gelaufen. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich auch so viele
Also ich bin nicht der Gesichtsälteste hier heute. Ich bin zwar schon alt, aber es sind noch ein paar Ältere dabei. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.